Dann noch eine Flasche. Und ich spiele sogar Skyrim. Also Skyrim finde ich ist so ein Gemütlichkeitsspiel mit anstrengenden Einlagen. Und deshalb spiele ich Skyrim mit dem Controller, damit ich mich zurücklehnen kann. Und ich spiele dann nur mit dem mit der Maus und Tastatur wechseln, dann wechsle ich immer drauf. Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine. Was? Aua! Und die Lags fangen wieder an. Aua! Hallo! Aua! Aua! Hallo! Okay. Ja. Komm, Alice, nicht trödeln. Du hast schon den Zug verpasst. Male die Hose rot an. Naja. Das würde ich dann auch halt so im Spiel machen. Würde ich mal sagen. In so einem Let's Play, falls ich das Let's Play will. Ja, was habe ich mir noch angeguckt? Also ich habe schon so ein bisschen auf die Wunschliste geschrieben bei Steam. Je nachdem, was dann kommt. Vielleicht. Wer weiß. Ah, diese Splitter gehen mir auf den Nerv, ne? Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal ein paar Star Wars Spiele im Angebot. Zumindest die guten Star Wars Spiele. Oder was hat mir noch? Alan Wake oder so. Wollte ich auch mal gucken. Also ja, ich habe schon noch was geguckt, sagen wir mal so. Und ich hasse diese Viecher. So, komm. Au. Drauf. Okay. Das war zu einfach. Naja, immerhin habe ich jetzt diese Sachen weg. So, wo müssen wir eigentlich hin? Das ist jetzt die große Frage. Ja, komm zu mir. Schön. Oh. Nein. Am kleinen werden gibt es auch nichts. Gut. Das macht das letzte Verfall. So, komm, ich habe auf mich aufmerksam gemacht und schießen! Tschüss, mein Kleiner. Wow.
Oh, die hat aber auch keine Schuhe an. Das ist, irgendwie seltsam. Naja, hier ist eigentlich nichts mehr seltsam. Okay, das Ding macht nichts mehr. Muss ich da drauf springen? Oh, das war zu spät. Das war zu spät. Also die lösen immer nur nach einer Zeit an. LT. Wasserhoftheater. Ja schön, genau da möchte ich hin. So, was sagt denn meine liebe Kleinwerde Alice? Also, lauf, spring. Wir müssen da hinten hin. Gut. Gib mir etwas. Nein! Wieso kann man eigentlich nur sterben? Da sieht mal einer an. Na? Eine Doktorenspritze. Wenn ich wüsste, was die bloß macht. Epidermis wies Verbrennungen dritten Grades auf. Der Rest ihrer Haut vergleichbar mit Karpfenschuppen. Epidermis, ja. Achso, Epidermis heißt Haut. Hä? Wieso sollte die Epidermis Verdämmung dritten Grades aufweisen und die Haut nicht? Die Haut ist die Epidermis, oder? Oder ist das nur ein bestimmter Teil? Naja, ich soll das eigentlich wissen. Aua! Hallo? Du kannst mich doch nicht so einfach so mit Bomben bewerfen. Scheiß Wassermann. Hm? Was willst du von mir? Gut. Oh, ja. Guck mal, was sieht das aus? Ich glaube, da komme ich nicht mehr hoch. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir generell nie sicher, deshalb... Hallo. Naja, gibt zumindest noch was Leben. Können wir... Nein, können wir nicht. Wo ist das Ding hin? Kann ich das nur von da aus abschießen? Warte mal. Ja. Ach so, ja, ist klar. So und schieß.
Schön. Ach, ich kann doch da vorbei. Das ist doch... Okay. Ja, schön. Dann laufen wir hier jetzt weiter. Fallen mal wieder runter, weil wir es einfach nicht geschissen bekommen. Boah. Geht mir auf den... Naja, auf den, ihr wisst schon. So, und jetzt gucke ich mal kurz. Was... Oh, wir können das Steckenpferd verbessern. Tja, hast du nicht genügend Zähne? Ja. Gib mir ein rotes Steckenpferd. Es fehlt noch eins. So. Das erinnert mich gerade irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich an das erste Level aus Assassin's Creed 3. Oh geil, die leuchtet ja immer. Wie schön. Können wir nicht rein. Was passiert, wenn wir uns klein machen? Können wir mit dem Ding irgendwie reden? Nein. Ist auch nichts. Was können wir denn hier machen? Ah, ich Idiot. Okay. Aus Assassin's Creed 3, wo man in diese Theatergrube reinlaufen muss und aus dem Achtung, Spoiler, aus dem letzten Level in Assassin's Creed 4. Eine Freude, dich wiederzusehen, meine Liebe. Was für eine Glückshaftigkeit allein deine Ankunft ist. Wirklich? Ich wusste nicht einmal... Egal.